herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es endlich mal wieder weiter mit dem Lambo-Motor. Hallo. Und zwar bauen wir heute einen Tisch für diesen Motor. Das wollten wir mit allen anderen Projekten und allen anderen Motoren eigentlich auch schon lange gemacht haben, haben es aber irgendwie nie geschafft. Und genau deswegen haben wir jetzt gesagt, wir fangen mit dem Lambo-Motor an, dass man einen Wagen hat, wo jederzeit immer wieder der Motor einfach drauf kann und wir dran schrauben können, wir den Motor durch die Gegend schieben können, wir ihn auf Messen schieben können, wir ihn vielleicht darauf laufen lassen können. Das ist halt immer so mein Volltraum gewesen, so ein Ding mal ausgebaut laufen zu lassen. Ne? Bei dir besteht sogar die Möglichkeit, dass der Wagen hinter mehr Kilometer runter hat als das Auto. Auf jeden Fall, dass wir am Ende einen so professionellen und massiven Wagen haben, dass man da alles mitmachen kann rundum. Das heißt, du musst ja Kühler und so auch anbauen, oder? Genau. Krass, okay. So, also ganz zum Ende, irgendwann mal, bevor wir das Ding, was heißt irgendwann mal, in ein paar Wochen, ist mein Ziel schon so, dass wir dann einfach so eine Art Kühlergestell vorstecken, mit einem kleinen Tank, mit einem Gaspedal, mit einem Steuergeräthalter. Und man am Motor quasi einmal den Run-In so machen kann und gucken kann, ob Steuerzeiten passt und so weiter, ob alles dicht ist. Weil bei dem Auto ist es einfach so, da wird jegliche Schrauberei am Auto später die Hölle. Ja. Aber man kommt halt an gar nichts dran. Ne? Und gerade so Sachen mit den Steuerzeiten, mit den ganzen Ketten und so weiter. Ja. Ja, aber weil es dicht ist, so wassermäßig, ölmäßig und so, ne, ist ja schon mal viel wert. Genau. Das ist halt nicht so einfach und deswegen haben wir uns gesagt, wir fangen mit dem Motor an, bauen dann schön Halter für, wo der Motor am Ende drauf thront und durch die Gegend geschoben werden kann. So, das heißt, als allererstes brauchen wir einen Grundrahmen, den wir einfach aus Edelstahl bauen. Dann kommen vier Rollen runter und dann suchen wir uns, ähnlich wie das im Werk wahrscheinlich ist, vier Punkte, wo der ganze Motor einfach drauf thront, liegt, verschraubbar ist, dass man nach Möglichkeit untenrum so viel Platz hat, dass man auch nicht mehr immer dieses Problem hat, mit der Knarre, mit der Ratsche und so weiter nicht ranzukommen, weil man wieder auf der Palette, auf dem Boden und so weiter ist. Ne? Ja. So ist grob der Plan. Und dann gucken wir am Ende mal, wie gut der Motor darauf steht, ob man da nicht vielleicht einen Kabelbaum dran bauen kann, ob man vielleicht ein bisschen Wasser drauf gibt und so weiter. Ne? Das würde ich mal sagen. Wir müssen uns am Ende überlegen, wo wir den Motor später befestigen, dass man auch später dran schrauben kann. Also wir müssen das irgendwie so koppelbar machen, dass man nur den Motor und irgendwann dann das Getriebe anflanscht. Und so in die Richtung. Hast du eine Idee, was der ganze Spaß hinterher wiegt? Nö. 500 Kilo bestimmt, oder? 400 Kilo? Ja. Also ich würde auch sagen, 10 Zylinder, ich meine, gut, ist ein Alublock, ne? Das Getriebe hat garantiert schon 80 bis 100. Kurbelwelle 30. Köpfe, Block und so weiter. Also das ganze Technikpaket, glaube ich, muss eigentlich schon 400 Kilo, 500 Kilo. Muss das Ding schon wiegen, ne? Auch im Verhältnis zum Auto, ne? Tja, so, also, pass auf, wir haben besorgt. Wir fangen erstmal an mit extra massiven Edelstahl. Gibt es bei eBay immer billig zu kaufen. Haben wir direkt einfach auf Maß bestellt. Das heißt, auf Maß klingt jetzt erstmal professionell, ist es aber nicht, weil es passt genau. 1 Meter Breite. 1,50 Meter Länge. So, weil es macht jetzt ja auch keinen Sinn, diesen Wagen kleiner zu bauen als den Motor, ne? Ja. Weil da weiß ich nämlich wieder, wie es ist. Wir schieben das Ding zur Messe und es fährt wieder einer gegen, man sieht so ein bisschen und so weiter. Ne? Also es ist schon cooler, auch wenn es erstmal dann wieder Platz kostet, aber so die Größe ist auf jeden Fall schon cool, denke ich mal. Ne? Ja, plus hinterher noch irgendwelche Halter wieder dran und so, ne? Für weitere Sachen. Ja. So, bevor wir jetzt auf unser neues Schmuckstück hier kommen, gehen wir mal einmal kurz ins Lager. Und zwar, Marius hat sich was beim Baumarkt gegönnt. So, erzähl mal. Ich bin fast vom Glauben abgefallen hier. Nein, Lidl 96 Euro. Lidl? Ja. War nicht mal Baumarkt. Nee, aber ich glaube, die gibt es online auch, Parkside irgendwie. Aber scheint zu funktionieren. Wir haben schon ein paar Tests gemacht. Also für diese Zwecke, ich denke mal ein 102er Rohr kriegen wir hier nicht geschnitten, aber eigentlich ganz witzig für das. Jetzt muss ich erstmal eine Sache, habe ich gerade vorhin vergessen. Erstmal hinter der Kamera ist heute übrigens Joni. Maxi muss leider noch einen Umzug machen, der kommt erst noch. Also wenn es wackelt, ist Joni nicht mehr. Genau. Und jetzt musst du dich einmal umdrehen, da guckt schon einer hier so durch die Tür. Wutzni ist zufälligerweise auch schon wieder am Start hier. Alter, kaum bin ich da, gibt's einen Bandsäge. Ja, das gehört hier für 99 Euro. Na, ein Säglein ist es eher. Nein, das Ding gibt's bei Lidl für 99 Euro. Ja, und du bist der Meinung, wir schaffen das heute damit genug Edelstahl. Ich glaube fest an das Ding. Wenn nicht, können wir so hinterher gleich irgendwo in den Mischcontainer. Hast du einen mit euch noch? Nein, wir haben eins. Eins. So, weil eigentlich wollten wir immer eine Bandsäge haben, aber da war es immer so, ich war immer zu geizig, was Gutes zu kaufen und was Schlechtes, hatte ich immer so Angst, so, du bist wie so ein schlechter Bohrer, ne? Ja. Einmal bohren, gleich stumpf.
Aber ich dachte für zu Hause mal ein Kanto, jetzt wird es reichen. Und jetzt für deine Rohre, da werden wir es auch irgendwie durchkriegen. Okay, du hast die schon mal eingesägt. Ja. Alter. Der Alter ist eine 1+. Achso, hier hinten. Ja, ja. Das ist hier Ausgleichsgewicht. Aber wo ich das gerade sehe, es gibt auch in diesem Video natürlich wieder was zu gewinnen. Gut, dass du mich daran erinnerst. Gerne. Und zwar viele von euch wissen das gar nicht. Wir haben bei uns auch im Sortiment so kleine Lithium-Batterien. Ultraleicht. Fühlt sich leer an, ist aber tatsächlich eine Batterie. Alter, was ist das denn? Ja, ist die Powerbank schwerer, ne? Krank. So, und das ist jetzt natürlich ein Format für Roller, Motorräder und so weiter. Geht aber hoch bis 30 Ampere-Stunden umgerechnet und die haben wir in den ganzen Golfs drin. Ja. Das heißt, 6 Zylinder kein Problem, hat genug Power zum Anspringen. Das heißt, in diesem Video kriegt der Kommentar mit den meisten Likes eine Batterie nach Wahl. Kann fürs Moped sein, kann für den Roller sein, kann für die Powerbank sein, kann für die Driftbox sein. Kann für die Driftbox sein. Leer, ne? Weil es ist krank. Geht hoch bis zum 6-Zylinder. Ich behaupte mal, auch ein 8-Zylinder geht auch. Ist natürlich ratzfatz leer, das ist der Nachteil von diesen Batterien. Aber krass, ey. Und man kann sie auf allen Seiten montieren, ne? Kopf, runter, alle Richtungen, fertig. Also, wenn ihr auch Bock auf so eine Batterie habt, einfach in die Kommentare ballern, irgendwas Witziges, sind ja immer witzige Kommentare dabei. Ja, kaum geht Video immer online. Kaum geht Video immer online, ballern wir das immer direkt zu. So, okay. Jetzt nutzen wir es in dem Fall, weil das ist nämlich eine alte, kaputte. Deswegen ist das jetzt genau unser Abstandshalter hier. Ja, da muss ich nochmal was bauen. Ja, reicht jetzt so. So, was machen wir jetzt gerade? Marius wollte lieber den Grundrahmen auf Gärung schneiden, ja, damit Tom sich heute nicht so viel Mühe beim Schweißen geben muss. Ja, Tom hat nicht viel Zeit mitgebracht. Genau, Tom hat nicht viel Zeit. Wir hatten schon Angst, dass wir selber schweißen müssen. Deswegen schneiden wir das hier heute auf Gärung. Respekt, oder? Könnte schlechter sein, komm. Könnt ihr kaufen, 199. nein, ist kein Spaß. Das ist jetzt auch wirklich gerade hier keine bezahlte Werbung oder irgendwas. Marius kam wirklich an und schickt einen Link von dieser 99 Euro, ne? 96, ja. 96 Euro Bandsäge, wir waren wirklich fassungslos. Mal gucken. Aber so 8 Schnitte hat es jetzt schon gemacht, ne? Ja, ein paar haben wir schon durch. Aber ich bin mir sicher, wir werden es auch noch... 10 Schnitte, 96 Euro, finde ich fair. Nein, also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es definitiv nicht gedacht. Ich bin gestern losgefahren, weil ich wusste genau, wenn wir mit der Flex auf Gärung schneiden, das wird doch wieder... Deswegen hast du dich gestern auch angesprochen. Ja. Ah, okay. Ob du auch einen und deine von Lila hast. Nein, es ersetzt natürlich keine für 2000 Euro für Rohre. Das Einzige, was sie halt nicht hat, die hat kein... Die ist hier nicht gedämmt, ja, weißt du, dass du einstellen kannst, wie stark die runtergeht. Ne? Ja. Diese professionellen Maschinen haben ja hier so einen Öldämpfer drin oder so, ne? Und gehen dann halt dementsprechend langsam runter. Müssen wir Szene nochmal fragen, ob von H&R irgendwas hat. Aber auch immerhin Drehzahl einstellbar, ne? Wir hatten eben gerade drüber gerätselt, ob lieber mit Öl oder ohne Öl schneiden. Mhm. Sind dann zum Entschluss gekommen, wir wollen unsere 96 Euro Maschine nicht einsauen. Und dann kann ich es nicht mehr umtauschen. können wir so Motor nicht mehr zurückgeben. Deswegen haben wir da einfach so durchgezogen. Nein, muss ich wirklich sagen. Wir gucken mal, wie lange es geht. Krass. Vor allem eigentlich auch klein, ne? Also ist eigentlich auch für dich so ideal, ne? Weil du bist ja auch öfter mal extern irgendwo am... Auf Montage. Ja, ich überlege jetzt aber wirklich gerade, wie wir den Leuten... Hast du zufälligerweise Quittung von den Dingen? Ja, das ist, weil ich würde es mir selber nicht glauben, dass wir so Dinge gekauft haben, ne? Aber wir hatten, irgendwie ist wirklich zu dir gefahren, das Ding gekauft. Ja, ich habe auch noch Sasiki habe ich noch gekauft. Sasiki. Wo steht denn hier? Da hier zum Kühlen oder was? Da, 96 Euro. Metallbandsäge. Weißt du Bescheid, Alter? Und wo ist das Euro. Datum? 20.11. gestern. Gewöhnen würde ich es mit dir, wenn es hier so ganz heiß wird. Man Wahnsinn. Was die wird, kannst du einfach mal probieren. Echt? Ja, die dreht so langsam, das wird nicht heiß. Ist wahrscheinlich 92 Euro Sägeblatt und 4 Euro Maschine. Ja, ne, weil die Stahlstelle ist wirklich nicht gut. Mal gucken hier, ziehen wir gleich nächste Zeit auch noch. Jetzt noch falsch rum einspannen. Nein, aber so für dich. Ne, ja, nee, schon richtig. Weil du wirst ja auch bei etlichen Leuten zum Ausbauen stehen. Oder als Beispiel, du kommst hierher zum Lambo bauen. Ne?
Und hier gibt es ja keine Bandsäge, ne? Und da wäre das schon. Und wir schneiden jetzt ja schon Edelstahl, ist ja schon das, was beschissener zu schneiden ist, ne? Mhm. Wenn du da jetzt Alu schneidest. Wobei, das ist nur 1,5 oder ist es 2 mm? 2. Nee, 2 ist das. 1,5. Guck mal hin. Wenn wir das nächste Mal zum Event fahren, hat Adrotz hier auch noch schnelle Bandsäge jetzt immer dabei. Ja, aber wenn ich mir überlege, wie viel uns das einfacher gemacht hat. Ja, aber guck dir mal, was hier anders. Vorhin, was sage ich seit, keine Ahnung. Ist das neu noch nicht von, wirklich? Nein, vor allem, es ist ja selbst so bei Kleinigkeiten, wo man mal nur irgendwie so einen Halter irgendwie so, ne? Immer Flex und Dreck und so weiter. Ja. Und, ja, was mich hier ja mal so nervt, dass beim Flexen auch die Klamotten dann so stinken und so, ne? Mhm. Also klar, das ist da natürlich besser. So, okay. Jetzt geht's weiter mit Schweißnehmen. So Tom, von dem Hobbybereich jetzt zum professionellen Bereich hier wieder. Du bist, guckst ja erstmal, ne? Das ist geil, das Ding. Wir haben von Igor endlich tatsächlich uns mal einen Schweißtisch gegönnt. Nachdem das Auto fast fertig ist. Nein. Können wir den alten Tisch zeigen? Nee, wir müssen jetzt, muss man jetzt einfach so realistisch sagen. Wir sind jetzt ja beide Motoren, Limo als auch Lambo, kurz vor Fertigstellung. Das heißt, wir müssen da noch alles dran bauen. Und es war früher immer so, ich habe immer so 5 Paletten übereinander gestellt, ne? Und dann immer so Finger gebrochen und so weiter. Und da meinte Igor, Philipp, ich habe einen Tisch für dich. Eigentlich ist es ein Schweißtisch. Das Ding kann aber, glaube ich, irgendwie 500 Kilo mindestens oder so, die du hier draufstellen kannst. Achso, jetzt willst du ernsthaft da einen Motor draufstellen? Ja, klar. So, hier, weil, komm. Wie, ernsthaft? Was war bei dir? Kannst du hoch und runter formen? Da kannst du einen ganzen Motorrad auf. Also das ist eigentlich ein richtiger Schweißtisch. Also du wirst das besser eigentlich erklären können, wofür das Ding eigentlich ist. Ja, das ist vor allem voll geil mit den ganzen zum Einspannen. Genau. So, ne? Das ist halt mega. So. Bin ich aber zu geil dazu. Man kann halt mit, das sind hier so Klemmen mit Kugeln. Die kann man überall einfach reindrücken. Und dann klemmen sich hier die Kugeln raus und man kann halt alles einspannen, wie man lustig ist. So, das heißt, man kann in jedem Loch so einen Halter festmachen, kann hier das Ding klemmen und so weiter. Ist echt cool, muss ich sagen. Plus, ich muss leider deinen Versuchsaufbau hier einmal kurz unterbrechen. Wenn ich mir überlege, wie wir schon die Finger verbrutzelt haben. Ach Quatsch. Ja, auch das gerade und winklig. Die Finger verbrutzelt haben, es musste einer halten. Wir mussten, ja. Wenn ich mir alleine überlege, wie viele Stunden wir zu zweit da immer standen, ne? Wo man relativ einfach auch hätte, dass manche Sachen kann man nur zu zweit halten, irgendwie hier dieses X-Rohr, das wirst du ja auch nicht gespannt kriegen. Aber war schon viel so, was ja, ist halt so. Du kannst ja eine Halterung bauen, weil du kannst einfach überall einspannen, wie du Bock hast. Ja. Das ist das Geile. Nee, so. Ist echt cool. Das heißt, da kommen dann die Rollen runter, ne? Genau. Das ist der, du kannst ja den da nochmal ranhalten. Konnte natürlich keiner wissen, dass wir wieder so einen exorbitant riesigen Tisch bauen hier. Ah, da fällt mir jetzt aber eine Sache bei dem Tisch übrigens ein. Die habe ich nicht bedacht. Was hast du denn nicht gedacht? Dass wir, jetzt haben wir, bauen wir den Tisch so groß, dass wir zum Beispiel nicht mehr durch die Tür kommen. Das ist jetzt mehr als ein Meter, ne? Viele 80er. Kannst du mit den Kümmern überhaupt nicht gehen? Nee, das wird dann eh nicht gehen, aber viele 80er Türen und so, ne? Das gibt es schon öfter mal, dass es dann zu breit ist. Ich musste Trockenbau an seiner Tür. Aber also. Pech. Weißt du? Pass mal, Wörter sehen nicht im Fahrstuhl. Ja. Das wäre aber geil, Alter. Du musst den auch mal kommen. Als nächstes schmeißen wir eine Rampe für Bus, ne? Dann schieben wir das hier hinten rein. Ja, mit der Tür, aber 80 ist halt, das ist jetzt ein Meter. Das ist ne? ein Meter. 80, dann ist ja so klein, ne? Ist der Tisch quasi, ja. Ja, wir machen den so, scheiß auf die Tür. Geht halt nicht anders. Ist jetzt ja auch halt, ne? Aber auch so eine Platte 80. Ja. Ist der Motor 90? Wie oft hat man eine Tür, die... Ja. Ja, ist jetzt so. Aber wir müssen dann wenn wir jetzt Kühler zum Beispiel, würde ich was machen, dass man die Kühler so ransteckt, ne? Ja. In so Löcher rein. Ja, klar. Ein Paket, was du halt immer überall benutzen kannst. So, auf jeden Fall kommen diese leichten Oversize-Rollen hier drin. Das ist das Ding auch vernichtet. Ich habe mir Rollen für die Supra gekauft, die sind nicht so groß. Ja, mit dem Tisch, das müssen wir uns eigentlich genau jetzt überlegen. Ein Stück hier? Ne, zum müssen wir ein Stück absinken. Aber was ist denn eine Tür? Die ist doch nicht genau, die ist doch irgendwie so 93 oder so. Es gibt verschiedene Türen. Also waren um 80er, 90er, 100er Tür und so weiter. Dann kommen wir messen mal einmal unsere Lagertür. 92. 90, 900. 90 würde gerade so gehen. Da können wir mal gucken, wie breit der Motor effektiv ist. Halt mal, also, warte mal, nee, genug durch.
Guck mal von oben drauf, ja, dass es eine Krümmerbreite ist. Weiter noch. Weiter. Ja. Aber wir haben ja zum Glück unsere 96 Euro Bandsäge. Weil es sind wirklich 90. Okay, dann machen wir 90. Und die Tür ist 92. Ja. Okay, dann haben wir ein bisschen Luft. War das so krass eng mit dem Palette da drin? Ja. Wir haben es ja mit Absicht schon 90 gebaut. In weiser Voraussicht waren wir ja so oft ein Lappo vor 10 im Laden verkauft. Deswegen eine 80er Palette halt, dass du die 90er Tür kriegst. Ne? So, ja, aber. Dann sägen wir die beiden kurz nochmal ab. Ist nicht schlimm. Oder jetzt säge ich die Krümmer nochmal ab. Boah, ich kann es mal erinnern, die Krümmer. Ja, eindellen. Nee. Also ich würde sagen, wir. Dann machen wir 900. Wir sägen nochmal einmal kurz die beiden kurzen ab und sind gleich wieder zurück, wenn Tom anfängt, hier die erste nachzulegen. Marius, guck mal. Tom hat wieder einen guten Tag hier heute. Aber von Anfang nicht schlecht. Ne, wir sind zu dem Schluss gekommen. Also da ist der Tisch jetzt natürlich gerade Gold wert für, ne? Ja. So, mit dem. Alles winklig. Und so. Genau, du kannst genau einfach mit den. Überlegen, wie ist der Fachbegriff wohl für sowas? Ja, Klemmen? Keine Ahnung, ja, Winkel, Klemmen. Winkel, Klemmen, wie auch immer. Also theoretisch, wenn wir es 100% korrekt machen wollen, hätten wir natürlich noch einen zweiten Hörer reinmachen müssen, ne? Mhm. Dann wäre es perfekt winklig gewesen. Aber ich denke mal, auch so ist das gut genug. Und jetzt kann Wutzen hier natürlich eine raushauen. Und ratzfatz ist das Ding hier winklig und fertig, ne? Mhm. Vor allem, ich glaube, selbst wenn wir es jetzt einmal umdrehen, ist es immer noch winklig genug. Mhm. Also das wird schon zueinander gut aussehen, ne? Ja. Welche Nähte würdest du jetzt trotzdem alle schweißen? Du würdest wahrscheinlich jetzt hier innen auch über den Wagen alles? Ja, aber da innen ja nicht. Ja, da, das ist schwierig. Aber so, und ich behaupte mal eigentlich hier. Doch, da schon. Okay, das heißt, wir machen zwei von den Ecken fertig und legen dann die Ecken in der Mitte wahrscheinlich zusammen, ne? Wahrscheinlich am besten, ne? Action. So, hierfür ist jetzt unser Tisch leider eigentlich schon fast zu klein. Den zweiten stellen. Ah, ich würde sagen. 2 mm passen. Ich würde sagen, genau. Wir können es jetzt nur so zusammen und dann würde ich sie hinten auch einmal punkten, damit wir dann da durchziehen. Ja. Oh, das müssen wir kurz pumpen. Merkt man immer richtig, ne? Aber sonst jetzt ist schon eins mit Mappe. So entspannt da innen. Wer jetzt mit Daumen jetzt von unten fest wird? Ja. So, die Ecke kommt hier rein. Das zeigen wir euch nachher, weil das Ganze ist ja am Ende auch rollbar. Und dafür braucht man noch ein paar Aufnahmen. Vielen Dank für den Einsatz auf die Schnelle auf den Samstag. Ja, das ist eigentlich. Grundrahmen ist fertig. Das, was gut aussehen muss, sieht jetzt erstmal gut aus. Den Rest können wir uns auch selber jetzt hier noch irgendwie. Das kleckern wir hin. Den Rest bratzeln wir uns heute noch ein bisschen zusammen. Dann, ich hole jetzt Schutzgas und schweiß den Rest mit. Genau. Jetzt können wir ja, jetzt wo Tom weg ist und die Kamera aus ist, können wir ja das Mackgerät rausholen und brutzeln den Rest zusammen. Schön, dass du da warst, ne? Ja. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Thank you.
Herr Heine, willkommen zurück im Club hier. Ja, moin. Fliegenden Kameramannwechsel heute. Aber hallo. Du hast wahrscheinlich keine Ahnung, was wir gerade bauen. Absolut nicht. Aber das wird unser neuer Rolltisch für den Lambo-Motor. Wir haben gleich Material für 3 Tische bestellt, weil das Ganze brauchen wir natürlich auch noch für Limo und V6-Tisch. Natürlich. Bis sie dann alle so mit Anhängerkupplung irgendwo durch die Halle rollen. So, Grundrahmen ist fertig. Rollen sind dran. Jetzt machen wir 2 Querstreben, wo später der Motor draufsteht. Mhm. So, das heißt, als allererstes müssen wir das jetzt einmal parallel daneben stellen und uns markieren, wo ungefähr Pi mal Daumen die Träger sind. So, jetzt ist die Frage, wie weit nach vorne und nach hinten wollen wir? Also auf jeden Fall so, dass alles geschützt ist. Das passt ja soweit so, ne? Also hier hinten kommt ja nur Keilriemtrieb und so, ne? Der genau. Ist der Spritzwand quasi. Genau, hier ist schon, also weiter als so kommt auf keinen Fall. Andererseits weiter nach hinten kommt er auch hinten nicht. Ist, also hinten ist eigentlich uninteressant, ne? Wie ist denn das mit Gewichtsverteilung vom Motor allgemein? Ist das relevant? Nee. Okay. Ich glaube, auf den Rollen können wir auch das ganze Auto überrollen. Wobei, dann würde ich eher wahrscheinlich hinten bündig machen, also noch einen Tuck nach vorne. Ein Tümchen. Oder würdest du das vermitteln, so wie es jetzt ist? Jetzt sind wir vielleicht gleich, ne? Ja, jetzt haben wir vorne schon Luft. So, ja, so. So viel brauchen wir gar nicht. So, jetzt willst du... Der Motor ist original an 4 Punkten fest, oder wie? So, ein, zwei Sachen muss ich eh am Motor gleich noch erklären. Das machen wir aber, wenn das Ding da drauf steht. Wir gehen jetzt auf diesen Punkt. Also Getriebelager, Motorlager. Das heißt, so wie wir den Motor am Ende ausbauen, plupp, kommt er einfach auf 4 Dorne fertig. Das heißt, wir brauchen jetzt theoretisch den Abstand hier zwischen. Den können wir noch messen, das geht. Das heißt, wir müssen uns jetzt nur an einer Stelle das Ganze markieren, wo wir sind. Okay, jetzt haben wir hier kleine Baustelle. Schafft unser Motorkran überhaupt so viel zu heben? Ja, jetzt sind wir natürlich genau da, wo wir unsere... Ja, das habe ich geahnt. Da müssen wir halt auch nochmal eine Gärung anmachen. Aber guck mal, genau, wir können genau auf Gärung, dann liegt das hier genauso ran, ne? Ja. Oder wir schieben es halt weiter nach hinten. Komplett. Aber ich glaube eher auf Gärung, ne? Ja. Okay, das heißt, wir machen Folgendes. Wir schneiden das nochmal einmal auf Gärung, dann passt das genau hier rein. Dann messen wir von dann hier... Dann messen wir Abstand? Den Abstand. Okay. Weil, praktischerweise, nach Adam Riese, sollte ich auch den Abstand in der Korse messen können. Stimmt, wenn da wenn du verschieben kannst. Ne? So, ich bin eher mal gespannt. Nee, also das, was wir verschieben können, das ist relativ wenig. So, wir müssen leider so messen, weil so hätten wir ja wieder zu viel. 74. Ja, knappe 74. Jetzt erstmal das erste Interessante. Ja, doch krass. Ist unterschiedlich oder was? Nee, es ist eigentlich gleich, es sieht aber durch. Es sieht keine Ahnung warum. Komplett unterschiedlich aus. Jetzt glaube ich nur, das hintere ist ein bisschen versetzt. Hintere ist wieder nur ein bisschen versetzt. Ah, doch, ist schon unterschiedlich. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr, aber da der Motor ja theoretisch parallel so reinkommt, müssen wir so messen. Und haben da 73. So, wir machen das jetzt eh folgendermaßen. Wir bauen jetzt unten die Querstreben rein. Dann heben wir den ganzen Motor an. Natürlich, klar. So, Wehmeier legt hier gerade die erste Naht hin. Boah, das ist ein paar Jahre her, Alter. So, eine Naht will ich auf jeden Fall auch noch probieren. Alles klar. So, unser Grundgerüst ist soweit erstmal fertig. Hier haben wir jetzt einfach nur ein paar Gewindestangen. Hat natürlich richtig Spaß gemacht, das Verzinkte gerade zu schweißen von unten. Gewindestangen einfach nur abgedreht, dass wir richtig schön eine Führung haben, wo der gleich reinspringt.
Weil dann können wir von oben nämlich eine Mutter draufdrehen, wenn man mal irgendwie einen LKW hinten rollt, ne? Mhm. Und fertig. So, das heißt, wir haben jetzt, weil sowas kriegt man halt nie auf einen Millimeter gebaut, haben jetzt hier ein bisschen Spiel drin, stellen den Motor einfach mal drauf und verschweißen dann ganz am Ende noch das. Und dann gucken wir mal, wie fest er darauf sitzt, ob man hier noch irgendwelche Stützen braucht oder ja, nicht. Ja. Praktisch, glaube ich nicht. Am Ende werden wir auf jeden Fall die Füße, die hinteren, machen wir auf jeden Fall noch schraubbar. Das heißt, entweder schneiden wir sie ab und schrauben sie mit Laschen oder irgendwie so in der Richtung. Also du müsstest Rohr bestellen, was drüber geht, dass wir so einen Schuh drüber schieben, verschweißen und dann kann man es in den Schuh reinschieben. Flying V10 hier. Ja, dann lass mal langsam runter und ich guck mal ein bisschen, dass wir die ganzen Dornen da rein. Die Fäden kriegen. Oder? Wie sieht bei dir aus? Also ich sehe nur den einen hier, da ist er drin. Da ist er drin? Okay, dann kannst du erst runter. Ne? So ein bisschen was von Automuseum, ne? Ja. Naja, aber da bricht nichts. Wie du das hast. Das Ding steht da so steif drauf. So, den müssen wir, also so ein bisschen, wie ihr seht, mittlerweile ist es dunkel draußen. Für heute ist jetzt nämlich erstmal Feierabend. Aber für wenig Geld muss man definitiv sagen, einen coolen Wagen gebaut, der uns unser Leben lang in Edelstein jetzt begleiten wird. Und ich weiß einfach, dass der Motor da schon etliche Male drauf stehen wird, ne? Wird einfach so sein. Meinst du, wenn wir Vollgas geben, kippt der Umrüster im Moment? So, jetzt eine Sache haben wir vorhin noch gar nicht drauf eingegangen. Und zwar zieht euch da den geilen Scheiß hier mal rein. Ich habe nämlich die Rohre inklusive Wastegates dem Martin von der Firma Thermotech geschickt. Und der hat die einmal mit dieser Thermoisolierung eingepackt. So, und bei dem ist nämlich das Krasse, der hat diese Isolierung nämlich auch in diesem leichten Schwarzton. Und bei dem Auto war es halt absolut Pflicht, das in Schwarz. Und ja, wenn ihr euch einfach mal anguckt, wie gleichmäßig das gemacht ist, der schneidet sogar hier überall die einzelnen kleinen Dinger nochmal ein, damit das schön anliegt. Ne? Ich weiß nicht, ob der nicht sogar eine Form für jedes einzelne Teil hat, also so eine Schnittform. Ne? Das Wastegate sieht aus, als wenn es 1000 PS hat, auf jeden Fall. Nein, sieht schon fett aus. Ja, die werden natürlich, wenn die final erstmal sind, werden die natürlich auch noch eingepackt. Also an der Stelle, wenn ihr auch Bock auf schwarze Isolierung habt, Firma Thermotech, Martin. Gefällt mir. Wir haben nämlich vorher noch, das hatten wir auch noch gar nicht gezeigt, wir haben den Motor abgestützt. Joel hat uns fix diese U's gefräst, jeweils 6 Stück. Und hier haben wir jetzt einfach mit dem Uniball und Links-Rechts-Gewinde, jetzt gerade ist es noch kein Links-Rechts-Gewinde, das müssen wir noch bauen dazwischen, haben wir jetzt den Krümmer einmal abgestützt, zweimal abgestützt, als auch in der Mitte nochmal verbunden. So, das heißt, dieses ganze Konstrukt ist jetzt auf dem Getriebe gelagert, nicht zu starr, aber auch nicht, dass es Spiel hat. Das heißt, selbst wenn dieses ganze Konstrukt jetzt ein bisschen nach hinten wandert, kann das auf diesen Uniballs einfach nach hinten und wieder zurück. Und deswegen sind wir auch der Meinung, brauchen wir keine Flexrohre dazwischen, sondern das bleibt genau so, wie es ist. Ja, so, ich würde sagen, heute erstmal wieder genug gemacht. Ich finde den Wagen geil. Auf jeden Fall. Hat auch eine gute... Ich will auch so einen haben. Eine gute Höhe hier so zum einen machen. Kann ich im Winter Motor in der Wurzelmaschine, freut sich die Frau. So, und ich befürchte auch, dass das nicht der letzte Motorhalter bleiben wird, ne? Den wir noch so bauen. Ja, wir sind jetzt genau bin ich. Cool. Ja, Steuer dran, anreißen. Los geht's. Genau, Plan ist jetzt nämlich, ihr habt ja mitbekommen bei Subi, der Motor ist schon recht fortgeschritten. Das heißt, wir bauen jetzt als nächstes, da muss Joel mir allerdings hier oben an der Drosselklappe noch was fräsen, wir bauen als nächstes dieses Rohr fertig. Anschließend bauen wir nach und nach den Motor zusammen
und fangen an, den Kahlraum zu bauen. Das können wir jetzt hier natürlich so auch perfekt machen. So, und dann geht das alles langsam seinen Weg. Ich würde sagen, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Habt jede Menge gesehen. Das kann sich auch sehen lassen. Weil ich letztes Jahr schon auf ein bisschen stellen müssen, so, ne? Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.